Es geht schon wieder los. Grippe und Norovirus-Alarm in Nordrhein-Westfalen. Die Wartezimmer der Arztpraxen sind voll von Menschen, die unter Fieber, Durchfall und Erbrechen leiden. Ein Experte aus Münster hat jetzt einen ungeheuerlichen Verdacht. Er ist überzeugt, das Trinkwasser ist schuld an den Viruserkrankungen. Was dahinter steckt, das erklärt Tom Berger. Für Wilfried Sottemann ist Wasser Leben. Doch im Leitungswasser in NRW ist dem 54-Jährigen zu viel Leben. Leben, das krank machen kann. Auf Reisen putzt er sich mit dem Kraneberger noch nicht einmal die Zähne. Durch das Leitungswasser ausgelöst werden unzweifelhaft Norovirus-Infektionen. Wir reden gerade wieder im Winter jetzt, in der kalten Jahreszeit, wenn die Viren im kalten Wasser konserviert werden, über einen steilen Anstieg der Norovirus-Infektionen. Und ich habe keine Lust auf Brechdurchfall. Denn im kalten Leitungswasser überleben die gefährlichen Viren. Im warmen menschlichen Körper werden sie aktiv und machen dann die Menschen krank. Solche Infektionen mit Noroviren sind aber kaum erforscht. Unser Ziel ist es auch in der Trinkwasserregulierung, dass Mikroorganismen oder Krankheitserreger nicht in Konzentrationen enthalten sind, die relevant sind oder zu Infektionen führen. Leitungswasser kann uns krank machen. In Vorträgen versucht der Wasserexperte aus Münster jetzt Behörden und Mediziner von seiner Theorie zu überzeugen. Viren werden im kalten Wasser konserviert, das heißt, sie bleiben im kalten Wasser ansteckend. Und es ist eine große Parallelität gegeben zwischen den Virusinfektionen und dem kalten Wasser. Das bedeutet? Wenn das Wasser kälter wird, nehmen die Norovirus-Infektionen zu. Wenn das Wasser wieder wärmer wird, nehmen sie wieder ab. Noroviren gelangen durch das Abwasser in den Trinkwasserkreislauf. Erst bei Temperaturen ab 15 Grad sterben sie ab. Eine Herausforderung für die Wissenschaftler. Da sind sicher in der Zukunft noch weitere Verbesserungsmaßnahmen, auch in der Gefährdungsanalyse, notwendig. Und das wird auch möglicherweise Konsequenzen haben, insbesondere bei der Verbesserung der Abwasseraufbereitung. Denn zum Beispiel Viren werden hauptsächlich über das Abwasser eingetragen. Und in mancher Hinsicht werden auch Verbesserungen noch in der Trinkwasseraufbereitung in einigen Wasserversorgern möglicherweise notwendig werden. Wilfried Sottemann ist Bauingenieur. Er hat sich kurzerhand selbst eine sogenannte Mikrofilteranlage gebaut. Die kann Viren zurückhalten. In diesen Röhren sind so eine Art Membranspaghettis, die eine ganz, ganz große Feinheit nur haben. Diese Membranspaghettis sind in der Lage, selbst kleinste Partikel wie Viren zurückzuhalten. Und das Wasser fließt hier unten durch die beiden Rohre mit den Magnetventilen diesen beiden Modulen zu und das gereinigte, gefilterte Wasser fließt dann hier ab ins Haus. Das können die handelsüblichen Wasserfilter nicht. Die eignen sich höchstens für die viel größeren Bakterien. Die Landesregierung hat aber das Problem der Trinkwassersicherheit erkannt und Wasserwerke sollen entlang der Ruhr große Mikrofilteranlagen bauen. Aber noch läuft die Ausschreibung. Ziel ist, ein möglichst reines Trinkwasser zur Verfügung zu stellen und über den jetzt schon vorhandenen Reinheitsgrad hinaus auch weiter verbessertes Wasser noch zur Verfügung zu stellen. Wilfried Sottemann hat ausgerechnet, dass es rund 50 Cent pro Person im Jahr kosten würde, damit alle Menschen in NRW jederzeit virenfreies Leitungswasser trinken könnten. So viel kostet gerade mal ein Liter Sprudel aus dem Supermarkt.